Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Ich möchte euch heute mal den kleinen Husqvarna Benzinrasenmäher vorstellen, und zwar ist das der LC140P mit dem Husqvarna Motor. Das ist ein stabiler, robuster, kleiner Mäher mit Stahlblechgehäuse entsprechend. Kugellagerte Räder auch, also da er sich auch leicht schieben lässt. Fangkorb finde ich persönlich jetzt recht interessant und gelungen, weil man hat da einmal eine Kunststoffoberschale, dass kein Dreck rausfliegt, und unten ein Netz, wo die Luft gut durch kann, dass der Graskorb auch schön gefüllt wird. Das ist auch wichtig beim Fangkorb. Die Klappe ist so geformt, dass man hinten rausmachen kann ohne Korb, also wenn man es liegen lassen möchte, und es ist sehr hoch zum Beispiel, mit einer großen Auswurföffnung seitlich. Dann könnt ihr den Mäher schön klappen auch hier und umlegen. Das ist jetzt eine Schiebeversion, also ohne Antrieb, stabile Stahlmesser mit großen Wurfschaufeln auch, was auch wichtig ist. Und wie gesagt, kugellagerte Räder vorne, hinten, dass er leicht zum Schieben geht. Ist halt ideal für kleinere Flächen oder wenn man was hat, wo es nicht so genau geht, wo man einen robusten kleinen Mäher haben möchte mit kräftigem Benzinmotor, ist das ein guter Mäher auf jeden Fall. Dann habt ihr hier mit Startautomatik, also ihr braucht nichts extra betätigen. Ihr braucht zum Starten nur hier den Bügel ziehen und dann anziehen. Wenn Öl, Benzin drin ist, dann läuft er schon. Ist also von der Bedienung auch sehr einfach gehalten. Wenn ihr ihn verstauen wollt, kann man, oder transportieren, kann man den einmal zusammenklappen. Und ihr habt auch zwei Möglichkeiten, wo man Griff von der Höhe her einstellt. Einmal das untere und einmal das obere Loch. Also jetzt ist er auf die höhere Position, also wenn man größer ist, also ich bin jetzt 1,83, also für große Leute macht man in der oberen Position, und wenn man nicht so groß ist, dann geht man in die untere Position, geht beides. Höhenverstellung vom Fahrwerk an sich ist zentral, die haben wir auf der rechten Seite hier, einfach den Bügel rausziehen und dann rauf oder runter gehen, ist eine stabile Feder drin, dass das gescheit einrastet und sich nicht selber verstellt. Also die untersten Positionen sollten wir nicht hernehmen, weil sonst haben wir halt langfristig mehr Moos und Unkraut. Da herüben haben wir auch die Ölkontrollmöglichkeit. Maximaler Ölstand ist, wenn man bis zum Rand ist, dann ist maximal eingefüllt. Also normal sollte man so in Richtung Maximum halten, dann ist so gut. Also wenn man zu viel hat, wird es rauslaufen. Also ist bei dem auch relativ einfach zu kontrollieren, ist aber natürlich ein Stab dran, auch dass man weiß, was Minimum drin sein sollte. Zeige ich euch nur das, wie das mit Klappen und Verstellen geht. Also ihr könnt hier die zwei locker machen. Wenn man es nur schnell klappen möchte, dann schiebt man die einfach nach unten. So. Und dann kann man den ganzen Griff hier nach vorne einfach runtergehen. Wenn man jetzt noch kürzer haben möchte, weil man einen kleinen Kofferraum hat, dann macht man die zwei noch locker. So, und den dann hier aufpassen mit dem Bautenzug. Am besten so nach außen gehen und dann kann man den nur dagegen klappen. Dann ist er jetzt sehr kompakt. So kann man dann auch leichter ins Auto oder zum Lagern verstauen. Das ist also eine ganz praktische Geschichte. Und wie gesagt, wenn ihr die andere Höhe haben wollt, dann braucht ihr bloß das einfach ganz runterschrauben und in das zweite in das Loch dann reintun und dann, wenn man da in dem Loch haben, entsprechend beide dann wieder hochschieben und arretieren, dann ist es in der anderen Höhe fixiert. Wichtig ist, wenn es sehr hoch klappt, immer aufpassen hier, dass man da nichts beschädigt und den Hebel betätigt, weil sonst ist der Starter hier blockiert zum Aufklappen, weil den muss man ja mit rausziehen. Hier wieder so rausnehmen und da schauen auf den Bautenzug. Und dann kann man das Ganze wieder fixieren entsprechend. Einmal oben, einmal hier. Das ist auch zweistufig vom Gewinde, dass die Mutter nicht runterfällt.
Das ist auch nochmal ein Vorteil und macht das Ganze praktischer. Hier einmal beide festmachen und den wieder hochschieben. Also ein bisschen hochgehen mit dem Griff, dass man hier verschieben kann und dann einfach nach oben schieben und dann wieder festdrehen. Also wollt ihr es in der Höhe verstellen, dann halt in das zweite Langloch gehen. Da das gleiche, einfach hochschieben hier zum Fixieren und dann wieder festziehen. Die Höhenverstellung an sich vom Fahrwerk ist auch federunterstützt. Also hier habt ihr kräftige Feder, dass die Höhe leichter zum Verstellen geht, dass ihr keinen so großen Kraftaufwand betreiben müsst. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Wie gesagt, man kann in den Korb mähen. Mulchkit gäbe es als Zubehör, ist nicht dabei. Oder man kann es hinten rauswerfen. Korb einfach von oben einhängen. Wie gesagt, stabiler Griff dran. Also kompakte, stabile Angelegenheiten. Ich verlinke euch im Anschluss vom Video wieder den Mäher. Da haben dann die ganzen technischen Daten für den, was interessant ist. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, macht es ja, gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir. Das freut mich umso mehr und kommt vor allem in den Laden, dann kann ich euch persönlich kennenlernen. Dankeschön.